willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch versprochen, die Ultra Stay and Gelschein Reihe auszuprobieren und zu testen, ob das Ganze wirklich das hält, was es verspricht. Ich habe das Ganze aufgetragen und werde es euch gleich so teilweise hier vorne so, hier so einblenden. Und ja, was kann ich euch dazu sagen? Also der Auftrag war sehr leicht. Die erste Schicht, also dieser Ultra Stay and Gelschein Base Coat, war innerhalb von Sekunden getrocknet. Ich habe mir dann ein paar Farben der neuen Catrice, ich muss mal kurz schauen, wie sie heißen, Ultimate Nail Lacquer ausgesucht. 11 gab es ja, die jetzt neu ins Sortiment kamen, und ich habe mir einfach jetzt 10 davon ausgesucht und habe sie mir, wie ihr hier seht, auf die Nägel lackiert und habe das Ganze dann wirklich sehr gut trocknen lassen. Ich glaube 15 Minuten mindestens, bis der Lack wirklich richtig trocken war. Und dann habe ich das Ganze mit Step 3 Ultra Stay and Gelschein Top Coat versiegelt, so gesehen. Und ich muss sagen, ja, das Ganze hat sehr gut gehalten, also gut bis sehr gut. Ich zeige euch das Ergebnis jetzt, was jetzt daraus geworden ist. Nach 6 Tagen. Und da könnt ihr jetzt nochmal sehen, dass ich alle Farben verwendet habe. Und da seht ihr hier einmal Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, da bin ich einmal richtig irgendwo gegengedetscht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das Ganze sehr gut gehalten hat. Ja, der Glanz, der ist so irgendwie so ein bisschen verflogen. Aber von der Haltbarkeit her finde ich, dass das sehr gut gehalten hat. Bitte verzeiht meine Nägel oder so, wie ich es lackiert habe. Aber es musste schnell gehen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Produkte wirklich sehr gut sind. Catrice sagt, sie halten ja bis zu 8 Tage. Und bis zu 8 Tage ist ja immer so ein bisschen gefährlich, weil, das könnte ein Tag sein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bis zu 8. Genau, es heißt ja nicht wenigstens 8 Tage, sondern bis zu 8 Tage. Und bei mir hat das Ganze jetzt 6 Tage gehalten. Am 6. Tag ist das halt hier, so ein bisschen was abgesplittert, aber nicht viel. Ihr seht so ein ganz wenig nur vorne an den Spitzen und finde, das ist auf jeden Fall gut. Ich kann es euch empfehlen. Finde nicht, dass es den Besuch im Nagelstudio irgendwie ersetzt. Es ist auf jeden Fall eine super coole Alternative und eine kostengünstigere Alternative. Es kommt immer drauf an, wie euer Nagelbrett ja selber ist. Hält Nagellack gut drauf oder nicht? Also bei mir ist das ja eh schon so, dass Nagellack wirklich relativ gut hält. Also bei mir splittern Nagellack eh erst, wenn überhaupt, nach 3 Tagen ab. Und es sei denn, ich stelle jetzt irgendwo gegen, logischerweise. Der Glanz, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur bei mir so, kam jetzt nicht so extrem rüber, wie versprochen, es soll ja diesen Hochglanz-Effekt haben. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ich habe es halt bei anderen auch schon, habe so ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, bei denen war es schon ein bisschen mehr Glanz. Vielleicht hat es wirklich was mit dem Nagel zu tun oder mit den Farben, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Im Großen und Ganzen kann ich sie euch empfehlen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr diese Produkte findet. Also habt ihr sie schon getestet oder noch nicht? Wenn ihr mich einfach fragen würdet, würde ich sagen, ja, ist okay. Aber ich weiß nicht, ob es ein normaler Basecoat und ein normaler Topcoat auch nicht getan hätte. Wisst ihr, was ich meine? Also braucht man unbedingt diese zwei Produkte oder hätte es auch ein ganz normaler Topcoat und ein normaler Basecoat getan? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei einem weiteren wieder. Tschüss!